Heute geht es um den Granatapfel. Es ist so, dass viele wissen, dass ich aus Süditalien komme und ich werde immer wieder gefragt, wie ich damals als Kind den Granatapfel geschält habe. Ich muss gestehen, muss zugeben, damals wusste ich das gar nicht. Wir haben einfach versucht aufzumachen. Ja, irgendwie hat es nicht so richtig geklappt. Wir waren, als wir Granatapfel Äpfel gegessen hatten, wir sahen am Abend nicht so gut aus. Ich glaube, dass unsere Mütter nicht so glücklich waren, uns in diesem Zustand zu sehen. Auf jeden Fall, die Freude war bei uns als in der Kindheit sehr groß. Immer wenn die Granatäpfel so weit waren, dass wir sie essen konnten, pflücken konnten, essen konnten und so weiter. Nur heute weiß ich, dass es eine andere, ich weiß nicht, ob die Methode neu ist, wie man den Granatapfel schält. Es geht nicht schnell, aber es ist einfach. Also ich betrachte als sehr meditativ, also in diesem Video sieht man, wie ich genüsslich und gedanklich dabei bin, den Granatapfel zu schälen. Zum Granatapfel muss man auch sagen, dass es bei Adam und Eva auch eine Rolle gespielt hat. Also es scheint so zu sein, dass damals nicht den Apfel, den wir kennen, eine Rolle, die Versuchung war, sondern eben der Granatapfel. Was ich wiederum ganz gut verstehen kann, weil die Versuchung von einem Granatapfel bei mir größer wäre wie beim normalen Apfel. Den esse ich auch gern, aber viel lieber esse ich den Granatapfel. Ja, im weiteren Verlauf sieht man, wie gesagt, in diesem Video, wie ich den Granatapfel schäle. Viel Spaß dabei und bis demnächst bei den anderen Videos. Ciao, ciao. Thank you.
Mhm.